Ja, grüß euch Gott noch einmal. Mir ist gerade noch so was eingefallen, warum jetzt der Medienmarkt zum Beispiel nicht solche Handys verkauft in dieser Preisklasse. Weil dieses Handy, kann ich nur sagen, kostet im Onlineshop bei Amazon 120 Euro und ja. Ich weiß, die haben auch Caterpillar-Handys, aber man muss nicht unbedingt als Mensch in den sauren Apfel beißen. Das Handy schaut ungefähr so aus. Soll ich noch was verraten, Medienmarkt? Das Handy hat sogar einen 5000 mAh Akku, der sich mit Micro-USB Typ B aufladen lässt. Und zu anderen hat es auch diesen Standard, was das Caterpillar eigentlich erfüllt und auch nicht einmal so teuer ist, finde ich. Ich weiß, dass jetzt viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre. Aber ich möchte noch was verraten. Es ist das Ulefone. Es ist das Ulefone Amore X5 2019. Und das Gute ist, dieses Handy hat auf beiden Slots LTE. Bei den anderen Auto-Smartphone weiß ich, dass die LTE-Frequenzbänder nur auf einen Slot zu finden sind, nämlich auf SIM-1. Und bei dem Handy hat man die Möglichkeit, entweder zwei Nano-SIM oder eine Nano-SIM und eine Speicherkarte. Aber ich würde die zweite Variante empfehlen, weil dieses Handy hat nur 32 GB internen Speicher. Und wie ich das gestern getestet habe, hat es auch 5 GHz Internet. Laut Amazon hat es nur 2,4 GHz, was nicht stimmt. Es hat einmal 2,4 GHz und 5 GHz Internet. Also die 100 MB reize ich in dem Fall sehr, sehr locker aus. Und ich finde auch wenn man nicht meiner Meinung ist, alle anderen Smartphones, die der Mediamarkt verkauft, kommen zum Teil aus China. Und da macht es keinen Unterschied, ob man den Hersteller auch einlistet oder nicht. Aber einen Nachteil gibt es bei dem Smartphone, nämlich die zweite Kamera ist ein Fake-Sensor. Also der hat keine Funktion. Hätte eigentlich für den Blur-Modus gedacht sein sollen. Aber leider wird der Blur-Modus bei der ersten Kamera mit unterstützt. Und das Gute daran ist, ich bin mit so einer Firma zufrieden und ich kann sie nur weiterempfehlen. Und ich hoffe, dass Mediamarkt auch noch diese Variante einführt, wo die Menschen nicht zu so viel an ihrem Portemonnaie herumstöben müssen, um lächerliche 1000 Euro zahlen zu müssen für ein Auto-Smartphone, was ich auch günstiger kriegen kann mit wenig Speicher und dieselbe Eigenschaft hat. Und ja, ich sag mal danke dazu. Tschüss.